So, yo, aloha, mein Name ist Lebinato und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer weiteren Folge, und zwar zur dritten Folge Assassin's Creed. Ich müsste jetzt gerade lügen, welcher Teil das war. Ich glaube, das ist einfach nur drei. Namen habe ich mir nicht gemerkt. Ihr seht, ich habe hier nicht weitergespielt irgendwie. Bin immer noch bei Endboss bei 2%. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Welt rein, die heißt YouTube 2. Ja, weil ich, wie gesagt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau, der bin ich. Weil ich ja bereits einmal aufgenommen hatte. Von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mich, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Habt nichts nochmal. Ihr habt sogar meine berühmte einwöchige Garantie zu eurer... Dieb! Haltet den Dieb! Kann ich den Dieb halten? Nee, ich kann den Dieb nicht halten. Da rennt er mit seiner Orange weg. Hier sind Soldaten. Hier ist der muss ich auch aufpassen. Der sah mal ganz schön kriminell aus. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Ja. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, ja, ich war letzte Woche bzw. die Wochen über krank und musste für Schule ziemlich viel machen. Und deshalb habe ich... Ich stelle mich mal hier hin, weil hier war es gerade so schön ruhig. Ja, und zwar... Ja, hatte ich deshalb nicht so viel Zeit. Und deshalb sind leider auch keine Videos gekommen. Ich habe mir da auch... Also... Ich hatte da auch nichts im Vorlauf. So, wir wollen hier weg. Nicht, dass die uns hier überstehen. Die sehen so aus wie... So. Rein in den gemischten Warenladen, würde ich sagen, oder? Müssen wir rein? Ja. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner, und obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Es wird befürchtet, dass die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Briten und Franzosen im Grenzland... Das war interessant. Wohl wahr, denn wir haben Benjamin Franklin getroffen. Wir wollten aber in den Gemischtwarenladen rein. Oder? Ein Schwert und eine Pistole kaufen wollen wir machen. Ja, möchte ich. Kaufen. So, normale Waffen. Normales Schwert, zack. Kosten. Bestätigen. Haben wir ein normales Schwert gekauft. Und... So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es läuft jetzt einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, wieso es gerade abgebrochen ist. Ja, irgendwie tut es lecken. Nein, die Aufnahme bricht ab. Guck mal, hier sehen wir, welches Jahr es ist. Sehen wir nicht. Ja, Tools, Goods and Clothes. So, wie viel kostet denn ein Kaffee? Steht da gar nicht hinter. Dann gehen wir wieder raus und dann
Geht's mit der Story weiter, ja. Ja, interessiert mich erstmal nicht. Ich mache das mit den Gebühren. Mache ich nebenbei oder offscreen. Weil ich weiß, dass man was machen kann. Aber, ja. So. Und jetzt reiten wir. Hopp, aufsitzen. Ach so, Leertaste ist aufsitzen, nicht eben. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Ja, hopp. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon am Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Keine Scheu, kommt her! Nichts wäre mir lieber, Sir. Da kann ich das Pferd aufbäumen lassen und dann. Dann rennen die alle weg. Finde ich witzig. Ein Drache. So, mein Freund setzt hier ab. Das heißt, das machen wir auch. Eben. Ich habe eine neue Systemnachricht. Das gucke ich nicht. Mit Escape Fortschritt an den, das kann ich halt nicht machen, weil sonst bricht meine Aufnahme ab. Oh, da ist ein Papier. Kann ich das kriegen? Oder nicht? Oh, ja, kriege ich. Eh fallen lassen. Jetzt habe ich einen so einen Bandteil von meinem guten Freund, hä? Und jetzt muss ich anscheinend ins Haus. Ah, ja, stimmt. Ich muss ins Haus rein. Guck mal, wie lässig er da an der Tür. Den ist das nicht cool. Ich gucke zur Sicherheit immer mal wieder, ob die Aufnahme läuft. Ja, läuft sie, weil sonst bin ich nachher ja ziemlich wütend wieder, wenn die nicht gelaufen ist. So, und dann hopp rein ins Haus. Du Lügner! Betrügender, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Ah. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Ja, dann folgen wir mal dem Charles Lee die Treppe hoch, ne? Und der anderen Dame dort auch. Also, der, dem Hausmädchen, der bedient ist, wie auch immer. Guck mal, die muss da putzen. Er hat ja. Muss ja alles anscheinend im Haushalt machen, würde ich sagen. Die hat gut zu tun. Kein Wunder, dass die ein bisschen wütend war. So, darf ich mich jetzt hier hinsetzen, mein Freund? Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge, vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Diese Aussprache von Sir von Charles Lee ist sehr amüsant, wie ich finde. So kann ich im... Ach so, stimmt, ein Haus konnte ich nicht rein, das hatte ich schon festgestellt. Also, ich kenne jetzt den Storyteil schon, weil ich ihn, wie gesagt, schon gespielt hatte. Aber meine Aufnahme da nicht lief. Traurigerweise so, dann interagieren wir mit der Tür. Das
So, ist ein wunderschönes Feld. Was haben sie denn hier angebaut? Ist doch wohl kein Cannabis. Das will ich ja mal nicht hoffen. Auf jeden Fall sind hier sehr viele Fliegen. Ich guck mal kurz wieder, ob die Aufnahme läuft. Ja, die Aufnahme läuft und zwar schon seit. Wäre praktisch, wenn ich das wirklich lesen könnte. Und die einfach nicht gucken würde. Seit 5 Minuten erst. Alles klar, gut, dann geht's ja noch. So, hier. Dann stehen da vorne ein paar Soldaten rum, sind hier ein paar Arbeiter. Johnsons Botengang. Na, dann wollen wir mal interagieren. Nee, interagieren, Mission starten mit dem guten Herrn hier. Was macht der Herr da mit dem Holz? Also, ich weiß nicht, ich habe gehört, es ist nicht gesund, sich Splitter einzureißen. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Wisst ihr, was ich witzig finde? Wie laut er rumbrüllt, dass der Typ, der da oben steht, das anscheinend nicht mitbekommen hat. Geht Bumm, in da haben wir ihn. Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Genau. Der erste Schuss ist zwar schon gefallen, aber. Okay, geht in Position. Herr, wohin sollte ich jetzt? Konnte ich jetzt hier hoch oder wie war das nochmal? Ich würde sagen, wir plündern den jetzt erstmal auch. Wir brauchen richtig viel. Oh. Was sollen wir nehmen? Eine Muskete stand da. Wo stehen denn die Musketen? Hä? Hier ist eine Kiste mit Granaten. Da ist eine Muskete. So, haben wir die Muskete genommen und dann. Kann ich nee, nicht Waffe fallen lassen, sondern kann ich die Waffe irgendwie beladen? So, da haben wir den sauberen Schuss abgegeben und dann die da hinten, leben die da unten alle schon nicht mehr. Ui, sind mir ein paar flinke Burschen. Und zack. Okay. Ja gut, Muskete, ich musste jedes Mal nachladen. Bam! Und weg ist er. Ich glaube, wir wechseln mal. Ja gut, ich kann gerade nichts dafür, dass das im Hintergrund durchläuft. Das ist ein Skype-Anruf, den ich bekomme. Den Skype-Anruf eben mal schnell wieder abgelehnt. Und dann müssen wir aber ins Spiel zurück. Ja. Oh. Zurück! Drin sind wir sicher! Ja! Der hat aber auch schon ein bisschen was Intus. Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Boom, boom, boom. Ich bringe euch alle um. Ja. Ach so, mit Feuerwaffen einfach nur wäre die Mission gewesen. Ich muss mal kurz gucken, an welcher Stelle. Ach so, ist es mit 2, 3, 2. Da ist der Dolch und da ist die, und die Pistole ist auf 1. Da haben wir auf, ja gut. F, genau. So zielt man mit dem Schwert. Ich sollte vielleicht auf die Pistole wechseln. Hä, wieso kann ich das nicht machen? Ich probiere gerade auf die Pistole zu wechseln, aber es geht nicht. F. Die Vorstellung geht weiter.
So, ui. Ui, da haben wir aber ein paar viele wegbekommen, wa? So, meine Damen und Herren, dann wollen wir. Könnten die jetzt alle plündern, ne? Die waren wohl doch nicht so sicher da drin. Was passiert jetzt, wenn ich die Kiste einfach loote? Egal, ich gehe erstmal eben die ganzen Leute plündern, ne? Weil nichts geht übers Geld. Das ist ja wohl klar. Ja, pfeifen. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Ja, Meister. Ja, Meister, ist mir egal. Ich plündere so oder so. Ob ich jetzt Dokumente habe oder nicht, die kriege ich doch wahrscheinlich so oder so. Oh, guck mal, da steht noch einer. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich ziele und dann. Hallo? Hallo? Oder ist es der von uns? Ach so, oh, das ist der von uns. Wir suchen nach einer Truhe. Herr, lebt der da oben auch nicht mehr? Ja, wir suchen nach einer Truhe. Wirklich, da ist sie. Oh mein Gott. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts, nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Boom, boom, boom. Ja gut, ich würde die Angreifer auch gerne eliminieren. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Fam, der hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Die haben alle noch Munition wahrscheinlich, ne? Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Genau. Fürchterliche Tragödie. So, dann wollen wir aber hier mal die Leiter hoch, weil da oben, habe ich gesehen, liegt ja auch noch. Da sind die Kanonen, die sehen auch schön aus. Lag hier oben nicht irgendwo auch noch eine Leiche rum? Können wir hiervon irgendwas mitnehmen? Nö, nö und wieder nö. Wir können die wunderschönen Treppe hier runtergehen. Ist das toll? Ist da nicht toll? Oh, hier liegt noch einer. Den haben wir noch nicht geplündert. Hickey und Löwe, oh. Ich darf, die dürfen was nicht mich halten, oh Mann. Nicht mehr als die Hälfte der Gesundheit verlieren. Sie ist da und jetzt sind die Leichen nämlich despawned und ich wollte die noch kriegen. Heißt aber, wir nehmen uns hier wieder so eine Muskete mit. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Bumm und zack, tot ist er. Sofort Die plündern. Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Ja, wäre Seid es. ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Genau, Spaß war derber, Spaß war derber, Spaß war. Ist halt wirklich so. Guck mal, die Frau, wieso verstecken wir uns? Guck mal, der haut jetzt ab. Lass mich raten. Die habe ich schon mal gespielt. Das heißt. Ich weiß jetzt zwar, was passieren wird, aber hallo. Hallo, wenn ich Gegner suche, dann suche ich auch Gegner. War es das schon? Wäre jetzt tragisch. Aber sofort, Boss. So, jetzt wieder hier Leichen plündern. Und am besten. Genau, den haben wir. Den kriegen wir hoffentlich auch gleich. Es war klar, dass der uns trifft, aber egal. Komm, wir laden jetzt nach. Komm, wir laden nach, wir laden nach. Wir sind schneller als der beim Nachladen, hoffentlich. Hoffentlich ist der Inhalt der Kiste das auch wert. Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Genau. Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint.
Ich kann auch so, doch, der ist runterfallen. Kann ich den nämlich wieder looten? Money, money, money is so funny in the rich man's world. Ooh. Dum, dum, dum. Ach so, Mama Mia. Für alle, die es interessiert und für alle, die es nicht interessiert. Auch Mama Mia. Na, guck mal, den sehe ich doch schon. Ich würde gern. Ja gut, den da oben müssen wir definitiv noch abschießen. Komm, lad nach. Wir sind schneller mit der Pistole, oder? Hallo, ich will dich erschießen. Bleib mal bitte vernünftig stehen. Hä, als ob wir ihn jetzt getroffen haben, aber er nicht gestorben ist. Hallo, so. Dich. Jetzt laden wir nochmal nach. Und komm, er soll jetzt down gehen. Wir brauchen unsere volle Lebensdings hier noch. Endlich. So. Nicht die mehr als die Hälfte der Gesundheit verlieren. Das wollen wir auch erreichen. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Typen noch erschießen. Endlich. So. Wo sind jetzt noch welche? Ach, da oben. Ich könnte, glaube ich, auch hochgehen und die eliminieren. Es würde wahrscheinlich sogar schneller gehen. So, jetzt lädt er schön nach. Ui, der ist runtergekullert vom Dach, würde ich sagen. Das war dann wohl der letzte. Und der ist auch runtergekullert. Und zack, haben wir mehr Loot. Hehe. Zack. Waffe aufheben. Nee, nicht Waffe aufheben. Loot aufheben. 6. Oh, 6 Kugeln. Nice, nice. Was ist eigentlich mit den anderen passiert, die da vorne auch rumlagen? Ich wollte gerade sagen, die müssen wir auch noch looten. Da haben wir schon 353 Pounds sind es, glaube ich, ne? Im britischen, im englischen. Also, Boston. Eine britische Kolonie gewesen, also nicht britische Kolonie gewesen, sondern, ja. Unter britischer Besetzung auf jeden Fall. Geschichtsunterricht, ne? LK Geschichte kann das auch bezeugen, ne? So. Und ich weiß, dass hier nur einer runtergepurzelt sein muss. Oder sind die verschwunden? Sind die beiden Dullis komplett verschwunden? Oder was mit denen passiert? Hallo, ihr lagt doch hier noch voll rum und. Also, die lagen nicht rum, aber die wollten mich doch erschießen. Egal. Ich würde sagen, rein in die Kutsche, oder? Also. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Ist ja interessant, dass wir eine Weile da sein werden. Meine Aufnahme läuft noch 21 Minuten. Komm, Assassin's Creed ist so interessant. Also, wir haben jetzt aber die Mission beendet und damit die volle Synchronisation erreicht. Und damit würde ich auch sagen, sehen wir uns an dieser Stelle hier. Irgendwann. Mal gucken, wann irgendwann sein wird. Ich bin ja jetzt, beziehungsweise ich werde jetzt wieder richtig gesund. Und dann kommen hoffentlich auch wieder regelmäßiger Videos. Jo, dann sehen wir uns nächstes Mal an dieser Stelle wieder. Und damit sage ich Cheerio!